Hallo Internet und hallo YouTube, letztes Spiel an diesem dritten Spieltag. Und es ist eine Partie, die für mich Spannung drin hat, nämlich ist die Partie Tschechien gegen die Russen. Da. Czech Republic gegen die Russische Föderation, wie man es nennen will. Die Tschechen, die sind auf einen Sieg aus, die Russen, die wollen ihren dritten Sieg bei dieser WM feiern, glaube ich. Und von denen her schauen wir mal, wie es eigentlich ablaufen wird, die Partie. Ich persönlich würde mal sagen, die Russen sind für mich der Favorit. Deswegen haben wir jetzt auch Russland genommen. Ich lasse mich natürlich auch überraschen. Weil die Tschechen sind natürlich auch eine starke Mannschaft. Wir haben schon beide Mannschaften gesehen, wie stark sie spielen können. Wir haben beide Mannschaften schon gespielt. Und das ist natürlich Entscheidungskraft gewesen. Pavel Dajcuk natürlich der Topmann bei den Russen. Und Martin Straka ist es natürlich bei den Tschechen in den Toren. Haben Nikolaj Kamibulin und natürlich Tomáš Vokoun bei den Tschechen. Gehen wir es an, rein in die Partie. Russland für mich auch WM-Favorit. Neben Kanada und natürlich auch neben der Tschechischen Republik. Dann haben wir noch Schweden, die noch ins Turnier rein müssen. Die Finnen müssen noch ins Turnier reinfinden, richtig. Und dann geht's jetzt los. Aber klar, also Favoriten nach den ersten zwei Spieltagen sind natürlich jetzt natürlich die Russen, die Tschechen, die Kanadier natürlich nach dem dritten Sieg in Folge. Ovechkin, um ins Spiel reinzukommen. Das wollte ich jetzt noch kurz nebenbei loswerden. Gehen wir es jetzt richtig an in das Spiel rein. Ich habe fast keine Stimme, fällt mir auf. Egal, Afigenov. Afigenov, was macht er? Auf jeden Fall verkehrt abspielen. Ilias und Kamibulin. Brustball. Markov. Ovechkin. Von der blauen Linie. Gonča. Ja, und das gibt. Was gibt's denn da? Was passiert? Einen Russen hat's hingelegt. Eine Verletzung bei einem russischen Spieler. Das ist jetzt natürlich ganz, ganz schlecht. Fedorov, Sergej Fedorov. Dedok. Radulov. Es warten viele Spieler noch auf ihr ersten Treffen bei dieser WM. Frolov. Und darunter auch der Tscheche Jaromír Jágr. Volichkov. Znik. Frolov. Volchenkov. Au, der schießt natürlich Vokoun an. Ganz ruhig eigentlich die Partie bis jetzt. Auch ich bin noch eher ruhig und habe mich noch nicht so wirklich aufregen müssen. Ja, schön, das kann sich natürlich ganz schnell ändern. Semini. Zupov. Er schießt natürlich Vokoun wieder genau an. Havlat. Der schenkt uns den Puck. Ja, schön. Semin trifft natürlich jetzt die Stange. Das ist natürlich auch lustig. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen uns. Das ist natürlich noch schlimmer. Was machen die Tschechen jetzt? Havlat. Und da haben wir schon die 2 Minuten gegen die Russen. Gegen Russland. Und dann der Semin. Wegen Beinstellens. Dajcuk jetzt wieder bei einem Bulli. Markov. Markov. Dajcuk. Sitlik. Jaromír Jágr. Hemsky. Jágr. Jágr gegen Kamibulin. Und Kamibulin bleibt natürlich sicher. Markov. Sitlik. Dajcuk versucht den Puck zu holen. Zeretiv. Dajcuk. Und weg damit. Dajcuk. Irgendwo hin. Kasparaitis. Vokoun. Kein Bulli von tschechischen Tor, haben mich zu viel gefreut. Frolov. Ah, verschenkt.
Straka. Fedorov fährt daneben, jetzt hinten nach. Gonchar kommt nicht hin. Nochmal, das war jetzt knapp. Gonchar, Sergei Gonchar, Semin. Sergei Fedorov. Elias. Lutschenkov, Sitnik, Yashin. Und Vukun, wieder nichts. Jetzt haben wir schon wieder früh zu früh gefreut, dass der Puck kommt. Lutschenkov, Semini. Malik. Kajanek. Sikoro. Was bereit ist. Der Treff. Kabel leer. Cicora. Und der erste Durchgang ist vorbei. Aktuell 0:0. Es war nicht gerade eine top erster Durchgang. Spiel sich auch in den Statistiken ein bisschen da. Bobby Deichzug jetzt wieder beim Bulle gegen Straga. Klarerweise gewinnen wir dieses Bulle. Das war mein klar zu Boff. Kabeler. Sollte er in den Bucken jetzt schicken? Ja. Ilai Kovalchuk. Kovalchuk, pardon. Kovalchuk. Ja, Mama gehört das auch dazu, dass ich verspricht. Zupov, weg damit irgendwie. Zeitzug. Serietreff. Hat einen Backhander versucht. Kovalchuk wird da stark bedrängt. Serietreff. Deizuk, Seredev und Vukun, Bulli vor einem tschechischen Tor. Und es gibt auch 2 Minuten gegen Nikolai Seredev. Wegen Hakens wieder 2 Minuten unterzacken. Zweites tschechisches Powerplay, jetzt Kaspar Reitis. Gonchar und da ist er drinnen! Sergej Gonchar, 3:42, zweites Trend Kleins in Russland. Aus dem Nichts jetzt. Aus dem Nichts, pardon. Und das in Unterzahl wieder mal. Powerplay-mäßig sind wir schwach, aber in Unterzahl spielen wir extrem gut. Egal in welcher Mannschaft. Und das merkt man auch wieder mit den Russen. Jetzt natürlich die Tschechische Republik gefordert. Jetzt sind sie gefordert, die Tschechen. Kasparaitis. Frolov. Ja, wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du auch gegen Russland bestehen gehen. Und das sind die Tschechen jetzt ein bisschen zu schwach gewesen gerade. Man 1-0 ist nicht viel in der Partie, das wissen wir. Fedorov. Aber es ist schon mal ein Anfang hier. Deichzug jetzt wieder beim Bulle gegen Straka. Markov. Jaromir Jagr. Sicherlich ein 2-0 wäre es noch lieber gewesen, schnell. Straka. Nemski. Wolchenkov. Weg damit, muss man sagen. Ah, Wolchenkov kommt nicht zum Schuss. Und das muss 2 Minuten gegen einen Tschechen gehen, klarerweise. Koscheck. Jaroslav Spacek. Klarerweise 2 Minuten. Die Tschechen. Das heißt, wir haben gleich ein Powerplay. Sidnik. So, Semini. Semini, Sertev. Sertev, pardon. Jetzt ist natürlich das russische Powerplay-Ensemble da. Wojenkov, jetzt muss es natürlich ein bisschen schnell gehen. Sertev, wieder. Ja, das ist gut zu machen, glaube ich. Prostball. Witnik. Yashin. Kuba, weg. Kubina, pardon. Weg damit, heißt beim Tschechen wieder. Kamebuli, Markov. Ovechkin. Ja, die Tschechen werden dieses Powerplay überleben, das ist klar. Sidnik. Ovechkin nochmal.
Da ist jetzt ein Russe abgehoben, Havlat. Zbace kommt da zurück, gleich mit der Chance. Kovacic. Zertev. Vukun natürlich ein starker tschechischer Rückhalt. Trotzdem hatte ich mir weiterhin, wie gesagt, Germanek erwartet, nicht Vukun nämlich im Tor der Tschechen. Gut, was ich erwarte, da brauchen wir drüber reden. Gonča! Und Vukun nochmal mit dem Bulli vor ein Tor. Und haben wir das Tor von Sergej Gonča gesehen? Ah, jetzt habe ich Bug gehabt. Gonča wieder. Jetzt gibt es 2 Minuten gegen Kajanek. Behinderung. Zweites Powerplay für uns. Steht im Powerplay auch 2-2. Yashin. Kovacuk. Havlat, weg damit. Gonča. Yashin. Jetzt wird es unnötig, Schuss Malik. Fingenov. Ah, Fingenov, irgendwo ins Nirvana. Zbacek. Straka. Ah, Zinitnik. Wieder Buch nicht wirklich, glaube ich. Ja, und da ist das 2-0. Torschütze Pavel Dajcuk. Er geht da mal von der eigenen blauen Linie durch, Pavel Dajcuk, und macht hier das 2-0. Powerplay-Treffer für Russland. Vukun. Eigentlich schaut's los mit dem Treffer. Und jetzt merkt man schon den Klassenunterschied ein bisschen wieder. Und habe ich gesagt, Russland ist für mich Favorit bei dieser WM. Die spielen hier mit den Tschechen wirklich wie sie wollen. Vukun muss den Puck festhalten. Das gibt einen Bulli vor einem tschechischen Tor wieder. Sergej Fedorov jetzt beim Bulli wieder. Zinitnik. Und Frolov. Fast mit dem 3-0 noch. Fast mit dem 3-0. Und jetzt hat sich natürlich die Statistik komplett gedreht. Man merkt jetzt, dass Russland hier die Partie übernommen hat, komplett eigentlich, und jetzt eigentlich nur mal die Tschechen Mitläufer sind. Dajcuk wieder beim Bulli. Das Breite ist Dajcuk. Kabelea, Kovacuk hat hier noch den Puck gekriegt und wir haben einen Bulli von tschechischen Tor wieder. Havlat, Martin Havlat hier zu sehen, auch schon Points gemacht auf der Scoring Range. Das Breite ist Zubov. Straka. Kriegt ihn weg. Das Breite ist. Und Havlat Jarga jetzt. Jaromir Jarga. Und jetzt ist der Puck natürlich drin. Jaromir Jarga. Ganz, ganz überraschend Jarga. Aber das Tor geht eigentlich auf einen Russen zurück. Eigentlich aus dem Eigentor. Gezählt wird es natürlich für Jaromir Jarga. Anschlusstreffer für die Tschechische Republik, jetzt 1,55 Meter, drittes Drittel. Jaga bekommt seinen ersten Treffer bei dieser WM zugesprochen. Natürlich bitter, Markov. Wer der Sündenbock war, habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube Nummer 56 war es bei uns. Ich glaube, das ist die Nummer von Sergej Gonča. Das ist natürlich bitter für ihn. Markov. Dovečkin. Jetzt sind natürlich auf einmal die Tschechen wieder zurück ins Spiel. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. 40 Minuten spielten wir gegen den Tschechen, wir wollten. Jetzt machen wir doch einen Treff. Irgendwo eigentlich. Eigentlich alles zu nicht. Markov auf Ovechkin. Ah, Fingenov irgendwo hat er geschossen. Ah, Fingenov kriegt den Puck schon wieder. Jetzt haben wir damit gerechnet, dass ich ihn kriege. Michalček. Markov. Fedorov. Kovečki. Sehr Fedorov. So, jetzt haben wir hingekriegt. Jetzt gibt es einen Pole von einem tschechischen Tor wieder.
Ärgerlich trotzdem der Treffer. Die Null ist gestanden, wird noch immer stehen wahrscheinlich. Ja, schön. Semini. Ja, schön. Oh, Hemski geht durch. Jetzt werfen sich gleich mal drei russische Spieler in den Puck rein. Kozlov. Da ist in der Partie noch gar nicht aufgefallen, Kozlov. Jaschin. Und Vukun muss ihn wieder festhalten. Wieder Bulli vor dem tschechischen Tor, Entschuldigung. Kamil Bulli, mache ich keinen Vorwurf beim Treffer. Bereit ist. Deizog! Wie Born. Schamanek, Kabnebunin. Kovacuk. Seretev kriegt den Bulk und macht das. Am Ende steht es trotzdem noch immer 2-1 für Russland. Das ist natürlich bitter. Darius Kasparaitis haben wir gerade gesehen. Vujenkov. Radulov. Fedorov. Nochmal Radulov. Jetzt wieder Kovalchuk. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Tschechien. So kann es da gehen. Kovacek. Zilitik. Zitlik, pardon. Marek Zitlik. Wegen eines Kovaceks. 12:18 gespielt, das Drittel, ein Mann mehr am Platz. Sergej Gonchar! Vukun. Tomasz Vukun. Pavel Dajczuk jetzt wieder beim Bulli gegen Straka, würde ich mal sagen. Akov. Dajczuk! Vukun. Ja, man merkt, ich bin wieder ins Spiel drin ein bisschen. Trotz kaum Stimme, Frolov. Ovechkin! Ovechkin irgendwie. Steilauflage für die Tschechen? Doch nicht. Markov. Havlat! Ovechkin. Frolov. Ovechkin. Ah, den will er nicht haben, Ovechkin. Ganz interessant. Kajanek, Havlat. Das plätschert die Partie. Kubina. Kamianek, Gonča, Kamibulin, Jošin, Jašin, pardon. Gonča, Seretev, Jašin, Michalik, Kovalčuk, Jašin, Vukun, also Kajanek. Den Gegner noch versucht, geht nicht hin ganz. Ah, Kamibulin! Kovacuk, Ilidai Kovacuk, Zilik. Zilik, pardon. Zilik. Jaschi. Was machen die Tschechen? Man nimmt ihn den Torhüter raus. Gar nicht, oder was? Jaschi. Zeitschindenangriff, was? Bacek. Jetzt ist er draußen und da muss eigentlich jetzt Simi durchgehen. Wieder nichts. Vasek. Hemski. Zubov. Simini. Trinidad 3-1 Russland. Alexander Simin. Absehbarer Treffer. Russland wird seinen dritten Sieg in Folge feiern. Das ist jetzt ganz klar. Sidnik. Und da ist nochmal Radulov, Alexander Radulov. Treffer Nummer 1 für ihn in dieser WM. Bei dieser WM 4:1 für Russland. Jetzt ist die Kosmetik auch da. Jetzt schaut es ein bisschen schöner aus. Zivitnik. Sergej Fedorov. Er fehlt uns auch noch in der Liste der Torschützen. Kabelea, Sikora. Und das war's. Radulov hatte noch zum Schluss. Russland 4, Tschechien 1. Die Partie war offen.
Über lange Strecken eigentlich sehr offen. Aber die Partie wurde dann so richtig im zweiten Drittel entschieden. Dann kam der Eigentor-Treffer, das Eigentor. Da kam ich kurz mal ins Rücken. Schauen wir mal kurz auf die Spieler. Darius Kasparaitis ist natürlich Top-Mann auf Platz 3 hier. Zweitbester Mann. Klar, Sergej Fedorov endlich mal wieder. Bester Mann, komischerweise jetzt. Tomáš Mokun, der tschechische Torhüter. Auch interessant eigentlich. Tomáš Mokun, bester Mann hier bei diesem Spiel. Sein vergönnt. Die Statistik ist jetzt gepfiffen. Schau mal, Evgeny Malkin fällt wegen Bluterguss für 3 Wochen aus gleich. Das ist hart. Tschechien gegen Russland jetzt nochmal nachträglich. 4:1 für die Russen. Erstes Drittel war eigentlich geblendet, das war eigentlich ein easy und ruhiges Spiel. Im zweiten Drittel dann die schnelle 2:0 führen eigentlich dann für uns. Wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist es möglich, dass wir das Spiel locker gewinnen werden. Dann drittes Drittel, das Eigentor. Dann aber das 3:1 durch ein empty goal, kann man sagen. Ein erstes Tor getroffen ist ganz leicht und das 4:1 dann einfach nur mit der Draufgabe. Klarerweise dann der Favoritensieg der Russen, drittes Spiel, dritter Sieg für Russland. Gehen wir durch den Spieltag durch. Finnland gegen Großbritannien 7:5 haben wir, wie gesagt, gesehen. Das österreichische Overtime, der Overtime-Sieg der Österreicher gegen Dänemark, so der Overtime-Sieg Schwedens gegen Frankreich jeweils mit 2:1. Dann Kanada schlägt Norwegen 6:3, Slowakei verliert 2:6 gegen die USA. Italien verliert ganz knapp 3:4 gegen Kasachstan. Und auch die Schweiz schlägt 4:3. Weißrussland. Wir schauen natürlich jetzt automatisch auf die Tabelle. Und die schaut wie folgt in Gruppe A aus. Pardon, wir sind in Gruppe B, sehe ich gerade. Jetzt sind wir in Gruppe A. Kanada 3 Spiele, 3 Siege. Österreich 3 Spiele, 3 Siege. Somit durch die Plätze 1 und 2 sind klar. Die spielen jetzt indirekt nur gegeneinander. Platz 3, derzeit Dänemark, 4. bei Finnland, Frankreich, Norwegen, Schweden und Großbritannien auf dem letzten Platz. Somit wäre Großbritannien derzeit nach 3 Niederlagen on suite eigentlich schon weg, könnte man sagen. Die bieten brauchen jetzt einen Erfolg. Das ist klar, die Schweden brauchen auf jeden Fall auch einen zweiten Erfolg. Die Norweger, die Finnen und die Franzosen jeweils auch, weil die stehen da eigentlich mehr mit dem Rücken zur Wand als alle anderen eigentlich. Dänemark, klarerweise Überraschungsmannschaft für mich, dass die da auf Platz 3 noch sind. Schauen, was das bringt. In Gruppe B sind jetzt nur die Russen und die Schweizer. Jeweils auch mit 3 Spiel 3 Siege hintereinander. Ganz unten stehen komischerweise Italien und die Slowakei. 3 Spiel 3 Niederlagen. Das ist auch interessant. Die USA derzeit auf 3, Kasachstan auf 4, Weißrussland auf 5 und die Tschechen nur auf der 6. Das heißt, sensationell derzeit auch im Viertel für eine Kasachstan. Überrascht mich eigentlich. Die USA hinter den Schweizern und den Russen derzeit natürlich gut platziert. Derzeit will dann aber Kanada auf Kasachstan treffen, Österreich auf die USA, Schweiz auf Dänemark und Finnland hätte die schlimme Partie gegen Russland eigentlich. Und aktueller Turnierstand, sieht man auch hier, Kanada vor Russland, Österreich, Schweiz, USA, Kasachstan, Dänemark und Finnland. Das heißt eigentlich in Summe ganz unten müsste eigentlich, ja, Großbritannien sogar nicht einmal letzter. Das ist auch interessant, da sind die Slowaken und die Italiener letzter. Das überrascht mich eigentlich schon ein bisschen jetzt im Laufe dieser WM und ich bin sehr gespannt, wie es WM weitergeht. Wir können kurz reinblicken, welche Partien es zu erwarten jetzt. Russland gegen Weißrussland, na gut, das ist natürlich ein klares Duell. Frankreich hat Großbritannien, gut, da stehen die Briten jetzt unter Zugzwang. Das kanadische Duell, Dänemark gegen Norwegen, dann Slowakei gegen Italien, auch ein direktes Duell. USA gegen Kasachstan. Und natürlich Schweden gegen Finnland. Das ist natürlich eine harte Partie. Tschechien hat die Schweiz. Und die Top-Partie für mich Kanada gegen Österreich hier. Da muss man jetzt überlegen, was die Top-Partie ist. Eigentlich müsste man sagen, die Top-Partie für uns muss eigentlich erst dann Schweden gegen Finnland. Schauen wir mal, welche Top-Partie wirklich wird. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das war jetzt Tschechien gegen Russland. Nächste Partie weiß ich nicht, was ist. Auf jeden Fall ist das der 4. Spieltag dann. Und das muss man überraschen, was mir da so einfällt am 4. Spieltag, mit was ich beginne und wie es weitergeht. In diesem Sinne sage ich bis nächstes Mal wieder. Erstmal spielen unser Weltturnier weiter bei NHL 09. Bis jetzt ist es natürlich ein interessantes Turnier eigentlich, wo Top-Mannschaften wirklich schwächeln und schwache Mannschaften überraschen. Schaut, ob das so weitergeht am 4. Spieltag.
Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Tschechien gegen Russland, 4:1 für Russland. Nach einem starken zweiten Drittel des russischen Teams rundum Sergej Fedorov, Pavel Dajcuk, Ovechkin, Kovalchuk und Co. Das einzige Pluspünktchen, Jaromir Jagr hat seinen ersten Treffer für diese WM gemacht. Danke fürs Zuschauen.